So, wir starten hier direkt nach dem Kampf. Ich habe das eben gerade schon mal aufgenommen, aber ich bin dann so aggro geworden, weil das Spiel so rumgeleckt hat. Und deswegen starte ich es jetzt nochmal hier erneut, weil er auch gar nicht gespeichert hat. Und jetzt laggt es auch nicht mehr rum. Ich habe ja vorhin unheimlich lange aufgenommen. Jetzt hatte der Computer ein bisschen Pause. Und da kann ich das hier besser aufnehmen. Das klappt auch viel besser. Und wir kommen jetzt in den 20 Minuten weiter. Ich habe nämlich alleine hier hochzukommen schon mal 10 Minuten gebraucht. Und es war einfach nicht schön. Und ich habe auch die Waffe abgegradet. Ich weiß gar nicht, habe ich das vorhin in der Aufnahme, die ihr jetzt schon gesehen habt, auch schon gemacht? Ich bin mir nicht sicher, aber jedenfalls habe ich sie jetzt geupgradet. Und ich habe mich vorhin so geärgert. Ich dachte, hier ist jetzt eine Erinnerung drin, aber nein. Hier ist nur Sternchen. So, schön finde ich übrigens auch das Schachbrett. Passt voll zum Thema. Und die Pferde. Und dieses Ding hat so eine Power und sieht so geil aus. Und ich hatte auch vor, dem einen Namen zu geben. Aber ihr könnt ja mal entscheiden, ob ihr dem einen Namen geben wollt und wenn ja, welchen. Mir fällt jetzt momentan keiner ein, der zu einem solchen Pferd passt. Es ist aber unheimlich geil, dieses Pferd. Und diese Maus, die tut mir so leid. Vor allen Dingen auch die Tiere. Wer tut denn sowas? Also ich bin selbst Mäusebesitzerin, beziehungsweise war es. Und Alter, das geht gar nicht. Alter, das. Also erfrieren okay, aber dann noch so aufzuschneiden, beziehungsweise sie vorher schon aufzuschneiden, das finde ich einfach unmöglich. So, hier war die Schnauze. Ich weiß es jetzt schon bis zu einem bestimmten Punkt. Ich sag dann wieder, ab wann ich es nicht mehr weiß. Beziehungsweise ich habe das Spiel ja schon durchgespielt, aber ich weiß nicht mehr alles. Das habe ich euch ja schon mal gesagt, dass es sehr lange her ist, dass ich das gespielt habe. Sogar. Ja, sagen wir 2,5 bis 3 Jahre ist das jetzt her. Nee, 3 Jahre nicht ganz. Sagen wir so 2,5 ist es her und dann passt das schon. Und deswegen weiß ich auch nicht mehr alles. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Dass der das so sieht, ich meine, ihm war das. Ist es ihm nicht egal, dass die Menschen so vergeudet werden? Und dieses Bild habe ich auch so gefeiert: die eingefrorene Sonne und der Mond, der im Hintergrund die Polarlichter macht. Also, den sieht man natürlich jetzt nicht mehr. Und diese Ente hier auch. Ich kriege hier schon wieder so eine Gänsehaut. Ihr solltet mich gerade mal sehen. Oh, ich friere mal hier einen weg, ey. So was Geiles habe ich auch noch nie gesehen. So, die tue ich mal von hier oben angreifen. Ich sehe auch gerade gar nicht, was Alice macht, aber es passt schon irgendwie. Dann. Ich stärke da jetzt einfach runter. Okay, ich hoffe, es fängt jetzt wieder nicht an zu backen, zu laggen oder was auch immer. Dass ich hier wenigstens nicht so aggro werde. Und ich habe mir vorgenommen, im Kampf das Mikro näher ranzuhalten und nicht zu atmen, da einfach der Kampf sehr laut ist. Aber zum Glück geht es mit dem Steckenpferd jetzt total schnell. Und da müssen wir eigentlich hin. Und ich gucke mir aber trotzdem noch die Gegend an. Und da sieht man die Ente nochmal, die mir so unheimlich leid tat, auch gerade. Und die Sonne und meine Gänsehaut. So, das weiß ich jetzt natürlich schon. So, das, was ich letztens in 20 Minuten gemacht habe, schaffe ich jetzt in nur 20. In nur 5, so rum. Ja, das war jetzt gerade voll logisch. Nur 5. Hier nochmal die Sonne aus einer anderen Perspektive und hier ist ein Pelikan. Aber, ich hatte doch mal. Ich glaube, ich habe mal gehört,
dass die Pelikane sich, wenn ihre Kinder keinen Nachwuchs haben, in die Brust hacken selbst. Also die hacken sich da selbst rein, dass die Kinder dann das Blut trinken können. Wisst ihr was davon? Und ist das so? Ich weiß es nicht. Jetzt sehen wir auch nochmal die Ente aus einer anderen Perspektive. Also die Tiere sind echt. Die haben auch den Kerzenleuchter. Und hier haben wir eine Erinnerung. Yay! Pris Whitless konnte bisher noch jede Ginflasche in einer Stunde leeren. Würde für ein paar Pence und einen ordentlichen Schluck blaues Wunder fast alles tun. Ja, die Pris, die schien sehr zu saufen. Und die Nanny scheint ja auch nicht zu mögen. Ich mag die auch nicht. Aber was aus der geworden ist, frage ich mich trotzdem. Der Fisch ist cool. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass der jetzt hier so freigelassen wird, wenn ich hier... Ich wette, der kommt jetzt frei, wenn ich da hinten hingehe und das ist dann der erste Endgegner. Ich fand es ja sehr seltsam, dass wir überhaupt keinen bisher hatten. Und doch schon ein ganzes Level geschafft haben. Da ist eine Flasche drin, die möchte ich natürlich auch holen. Ach so. Mhm. Flasche. Und wieder raus. Da muss ich dann wahrscheinlich eigentlich hin. Ja, ich glaube schon. Ja. Woanders kann ich auch gar nicht mehr hin. Und was haben wir da hinten? Ich kann es gerade nicht erkennen. Da gehen wir zum Schildkröten-Superich. Und da wollen wir ja eigentlich auch hin. Das scheint eine Flasche zu sein mit Schnaps drin. Können wir die Sterne eigentlich auch so aufmachen? Ja. Und das sieht wieder aus wie Kampf. Was? Echt nicht? Kein Kampf? Wow. Und ich höre eine Schnauze. Und die möchte ich natürlich finden. Ich weiß bloß gerade überhaupt nicht, wo die ist. Ja, das ist ja eigentlich auch der Sinn davon. Und ich hatte ja auch gesagt, es wird schwerer und es ist jetzt schon richtig schwer, sowas zu finden. Und dort ist ein blauer Pilz, was mir heißt, dass es zu einer Rutsche geht. Da immer die blauen Pilze sind. Rutschen. Und bevor ich da jetzt drauf springe, da gibt es dann nämlich kein Zurück mehr. Würde ich gern die Flasche, die Dings finden. Den Pilz, den Herz, die Schnauze. Oh. Schnauze da. Ja, ich weiß auch, dass hier irgendwo eine Schnauze ist. Ich wüsste bloß gerne, wo. Ach so. Da hoch kommt man auch so. Da hätte ich ja auch mal früher gucken können. Ah ja. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Und das macht mir natürlich wieder einen Geheimweg auf. Mit einem Herzoginnenkorb. Und hier sieht es so warm und herzlich aus. Da wollte man am liebsten gleich da bleiben. Immer schön die Zähnchen einsammeln. Und dann geht's hier weiter. Also die Flaschen, das sind scheinbar Schnapsflaschen. Ja. Die wieder auf Pris hinweisen, würde ich sagen. Ich hoffe, wir erfahren noch, was aus der geworden ist. Und wir dürfen rutschen. Oh, wie geil. Ich liebe rutschen. Ich liebe dieses Spiel. Immer dorthin, wo die Sterne sind. Das ist immer schön. Die bringen nämlich echt viel. Und einmal hier hinunter. Echt geil, das Spiel. Ich würde am liebsten die Gegend mir noch angucken, aber das geht gerade überhaupt nicht. Was ist das denn, wo wir gerade vorbeigerutscht sind? Huch. Ja, komm, Alice. Kriegt man da auch Zähne? Also es dampft. Ich weiß nicht, ob das... Vielleicht verbrennt sie da ihren Popo oder so.
Oh, die Gegend ist wieder so wundervoll. Ah. Was haben wir hier sonst noch? Hier muss es doch irgendwas geben. Ich wette, hier ist wieder irgendwo ein Geheimgang und ich habe den jetzt nicht gefunden. Na gut, dann gehen wir halt hier durch. Da möchte ich nicht runterfallen. Ich möchte von hier oben wieder besiegen. Das war nämlich viel einfacher. Und ich sehe gerade überhaupt nichts. Dann mach zuerst mal den anderen. Ach, da ist er. Kommt er wieder hoch. Der ist schon mal tot. Und der auch. Ja, da kommt gleich wieder was Neues. Ein großer, okay. Ich denke, der wird aber auch nicht so schwer. Da gibt es ja einen Trick, wie man den... So. Und da hat er schon wieder keine Arme mehr, die ihn schützen. Und da können wir ihn dann ganz einfach angreifen. Und da hat er schon wieder den Kopf verloren. Au, okay. Der wird dann richtig aggressiv. Und er hat nur noch einen Kopf. So, jetzt noch einmal draufballern und dann hat er das auch. Dann war es das mit dem großen Verfall. Ah, und jetzt können wir da auch durchgehen. Alice wird hier gerade voll mit Weiß umrandet. Da unten. Haben wir hier sonst noch irgendwas, wo wir hingehen können? Nein. Dann hier die Sterne. Was ist das da unten? Ein Schneckenhaus, oder? Ja, ich weiß schon. Runter. Oh, wenn da oben jetzt was war. Scheiße. Ich hoffe, da oben war nichts. Ich gehe erstmal hier lang. Da ist eine Flasche drin. Super. Wie viel haben wir denn eigentlich noch? Also wir haben 2 Erinnerungen und 4 Flaschen gefunden. Ach, ich dachte, das wäre mehr. Es hat sich jetzt irgendwie viel mehr angefühlt. Ich glaube, wir sollen da reingehen. Kann das sein? Ja, Alice geht da rein. Kurz bevor man ihn besiegt. Ach so, okay. Ach, hier sind wir wieder im Anfangslevel. Ah, da bist du ja, Alice. Okay. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Beide sind wahllos und zerstörerisch. Beide sind grausam, beide sind gewaltig. Das alles, nur meint es der Tornado nicht so. Also, das ist ja sowas von logisch. Ich möchte mal falsch klicken. Ich möchte gern wissen, was da passiert. Spielst du jetzt die Unterbelichtete? Aber es würde ja stimmen, beide sind grausam. Am Tag stopft man ihnen das Maul. Nachts stehen sie vom Bett und gähnen faul. Also, wenn du... Eigentlich war Alice' Antwort richtig. Bloß halt nur ein Teil richtig. Kinder, ja, das ist ja nett. Dankeschön, liebes Spiel. Nein, das sind die Schuhe. Richtig. Also man bekommt nochmal eine Chance, wenn man was verkackt. Was haben wir da? Irgendein Schweineding. Was ist denn das? Rosenfarbe. Ah, das ist für unsere Lebensenergie. Ach so. Ah, ich hab's kapiert. Also man kriegt da Rosenfarbe und wenn man 4 hat, bekommt man eine neue Rose dazu. Ach so. Ja, super. Ach, und nochmal reingehen können wir leider nicht. Nennt man das... Ach, das sind die Radula-Räume. Also wir können jetzt auch neuerdings dazu Radula-Räume sammeln. Das ist ja mal cool. Also das Spiel... Suppenmann nach da. Also das Spiel, das tut mich immer... Tuten. Das ist immer cooler, finde ich. Also, ja, das Spiel...
Oh, wie schön. Oh, wie wunderschön. Aber ich möchte natürlich alles einsammeln, deswegen wird das nicht gerade wenig, also nicht gerade schnell gehen hier. Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur weitergehen. Als erstes gehen wir mal hier hin. Da haben wir eine Schweineschnauze. Das wusste ich nicht, wollte ich nur mal sagen. Ach so, ab der einen Erinnerung spiele ich auch wieder, dass ich nichts mehr weiß. Also bis zu der einen Erinnerung habe ich vorhin gespielt. Und da ist ein Schlüsselloch. Und ich wette, da ist eine Erinnerung drin. Oder eine Flasche, ich weiß es nicht. Na komm, LSG. Hier eine Erinnerung. Von Pris. Also sag ich zu Dr. Bambi, Dr. Bambi. Ich mein, Modellbau ist ja gut und schön, aber Verschwendung von einer richtig guten Buddel. Da passt Gin für mindestens 3 Pence rein. Die ist ja... Alice, gib dich doch nicht mit solchen Leuten ab. Die ist ja total besoffen. Ich habe schon meine Gründe, warum ich nicht trinke und rauche. Raucht oder trinkt ihr? Ihr könnt mir das ja mal sagen. Würde mich total interessieren. Ich glaube, das war richtig. Ich hoffe einfach mal. Ah, wir haben hier wieder Gegner. Also einen Gegner. Oh, der ist ja richtig brutal hier. Den konnte man ja mit den Hasenbombe rauslocken. Das mag der irgendwie nicht. Oh, Alice. Und hier, ja, hier kann ich wieder hingehen. Hier gibt es aber viele Geheimgänge. Ist ja fast... Mann, hier wird man hier voll verwöhnt mit diesen Geheimgängen. Also ich hoffe mal, dass das die Geheimgänge sind und ich jetzt hier nicht den richtigen Weg gehe. Aber das sieht mir doch stark nach Geheimgang aus. Und da war ein großer Fisch und der hat mich gerade voll erschreckt. Da sind Zähne. Die Frage ist bloß, wie kommen wir da hin? Ach, das ist ein Boot. Das ist ja cool. Okay, also Spring bringt was. Wird sie hier abgeschnitten? Ja, dann schnell klein machen. Und ich höre schon wieder Schnauze. Ich glaube, das Level ist sehr mit Schnauzen versehen. Ach so, ja. Super. Das war jetzt super logisch, das zu tun. Ich höre eine Schnauze. Da geht's noch weiter. Oder? Ach, da geht's hier hinter. Und da ist so ein komischer Fisch. Oh, das war jetzt knapp. Ich möchte gerne noch die Schnauze haben. Mal sehen, was da kommt. Ein Herzoginnenkorb. Nee, da möchte ich noch nicht hoch. Ich denke, das sieht mir aber nach richtiger Weg aus, Alice. Mann, Mann, Mann. Da war nämlich noch ein Pilz. Ich hoffe, da gehen wir dann nicht den richtigen Weg, denn ich möchte gerne die optionalen Wege. Sag mir nicht, wir kommen da nicht mehr weg. Da hätte ich zuerst den Pilz holen müssen. Oh, das ist ja doof. Oder können wir nochmal auf das Boot und das macht eine Runde. Vielleicht, wenn wir hier sterben, dass wir davor kommen. Ja, es hat geklappt. Super. Da war die Blume, da kommt dann sicher jetzt nichts mehr. Nee, da möchte ich da... Oh Gott, ich weiß, ich bin gerade... Scheiße.
Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich hin soll, möchte oder kann. Überhaupt nicht, null. Ich gehe jetzt einfach mal diesen Pilz hier hoch und hoffe, dass es der falsche Weg ist.